So, guten Morgen, das erste Mal aus dem Jahr 2020. Morgen. Wir haben uns gestern erholt vom Laguna 69 Track. Nötig war. Ja, sind leicht müde. Jetzt, heute haben wir schon ausgecheckt und am Abend, um 20:10 Uhr, fährt unser Bus weiter oder zurück auf Lima. Und um die Zeit zu überbrücken, machen wir jetzt noch eine kleine Tour. Sollte nicht allzu anstrengend werden. Theoretisch. Eigentlich alles mit dem Büsschen da hinten. 4 Stops. Am Schluss werden wir auf einem Gletscher sein. Und wenn das Wetter so bleibt wie jetzt, sehen wir die Berge das mal auch noch ein bisschen besser. Im Moment sind wir bei einer Lagune da hinter uns. Hopp. Mit Aussicht zu den Bergen. Ja, sie hat alles auf Spanisch erzählt. Viel kann ich nicht darüber sagen. Wir haben nicht so wahnsinnig viel verstanden. Ich meinte, das ist die Lagune, die die Farbe wechselt, je nachdem, wo die Sonne ist. Und am Schluss, am Nachmittag, ist sie dann türkis. Ohne Gewehr. Ja, mal schauen, wo wir jetzt als nächstes halten. Aber das Wetter macht bis jetzt tipptopp mit. Ja. Wasser mit Gas, Aka con Gas, irgendwie so. Was das genau ist, wissen wir nicht. Sie erzählt es nur auf Spanisch, also auf Spanisch. Auf jeden Fall sprudelt das Wasser. Das Wasser kommt irgendwie vom Gletscher oben runter. Ich meinte, da haben früher ein Tier gelebt, die dann natürlich gestorben sind. Und das hat dann irgendeine Schicht gegeben, die das Gas bildet und das tritt jetzt aus. Zumindest interpretiere ich die Tafel da hinten so. Ja, aber sonst Aussicht haben wir. Kleiner Fehler am Anfang, das war die Lagune, die die Farbe wechselt von Weiss zu Türkis. Je später das wird, beziehungsweise je höher das die Sonne ist. Jetzt hier sind wir bei der Puyarabundi. Die grösste Blume auf der Welt, gehört zu den Orchideen. Könnte 11 bis 13 Meter gross werden. Und irgendwo 100 Jahre alt werden, blüht aber nur einmal im Leben. Ja, sind gross. Sicher mal cool, wenn die am Blühen wären, um die zu sehen. Das war ein bisschen Pech.
das Wetter auch nicht mitmachen. Gerade wo wir angehalten haben und ja, die Wanderung, wenn man so sagen kann, 2,5 Kilometer zum Gletscher losgegangen wäre, hat es angefangen zu regnen und kurz darauf hageln, schrägstrich schneien. Allerdings sehen wir rundum ein bisschen blauen Himmel und Sonne. Wir hoffen, jetzt tut noch auf, bis wir da oben sind. Sonst ja, also es ist alles so ein Weg wie jetzt hier. Also recht einfach. Ausser die Höhe. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch wir sind, wenn wir dann schauen, aber ich meinte irgendwo um die 5000. Und man merkt langsam die Luft. Hallo. Ja. Ja. Mal schauen, wie es jetzt nicht mehr sein. Hoffentlich tut es noch mal auf bis dann. Also wirklich, die Wanderung kann glaube ich jeder vorher einfach ein bisschen akklimatisieren. Oh, mal schauen, hat da aufgehört Schnee fast. Hoffentlich kommt die Sonne noch heute. Okay, jetzt geschafft. Hinter uns der Gletscher. Wie geil ist denn das bitte? Ich glaube, so hoch sind wir noch nie gewesen. Einfach. Ich finde noch raus, wie hoch das ist. Irgendwo um die 5000, meinte ich. Ja. So gut. Sehr cool. Und es hat pünktlich aufgehört. Schnee, Hageln, was auch immer das war. Gerade wo wir oben angekommen sind. Heisst, ich fliege jetzt schnell mit der Drohne. Solange es nicht wieder anfängt. Und? Es hat fast keine Leute da. Ja, wir sind auch die Ersten von unserer Tour gewesen. Wir sind ein bisschen schnell hochgelaufen. Ausnahmsweise! Ich bin happy, wir können mit der Drohne fliegen. Kurze Info. Vor 14, 15 Jahren, nein 2001, ist der Gletscher bis irgendwo da eingegangen. Etwa 44 Meter hat er verloren. Der See, den man hier sieht, war eigentlich gefroren. Und der kleine See unten dran war die ursprüngliche Lagune des Gletschers. Aber er ist immer noch eindrücklich. Und ich meinte, im Sommer kann man sogar auf den Gletscher rauf, also sprich, wenn es da Trockensaison hat oder Winter, dann kommt der Gletscher ein bisschen weiter vorne, dann kann man sogar noch auf dem Eis rumlaufen. Ja, wir machen jetzt uns glaube langsam auf den Rückweg, oder? Es ist kalt. Wir müssen das Stimmband anlegen. Und ich finde raus, wie hoch der ist. Das war es von dieser Tour vom Pastor Uri Gletscher. Auf 5011 Meter waren wir. Hätten wir also die 5000er Marke definitiv geknackt.
Question. Und ja, hinter mir seht ihr noch den Weg. Also es hat ein jüngstes Kind da in allen Alterskategorien, also da kommt jeder rauf. Es ist 2,5 Kilometer laufen auf 4,5-5'000 Meter. Wir hatten etwa 40 Minuten. Jo. Ja. Jetzt warten wir, bis alle zurück sind. Dann fahren wir zurück auf Huras. Und von Huras geht es dann weiter auf Lima erstmal über die Nacht. Und von dort aus weiter auf Huacachina. Und mal schauen, ich denke, dort sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann ja, würde ich sagen. Adios. Adios.